Du glaubst immer noch, dass Programmieren eine richtig komplizierte Sache ist, aber das stimmt nicht mehr. Denn vieles, was man früher mühsam von Hand machen musste, geht heute ganz automatisch. So hat zum Beispiel der Computer den Code für diese Benutzeroberfläche völlig selbst geschrieben. Wie einfach Programmieren heute geht, das gibt's in diesem Video. Bis gleich! Pure Basic, das gibt es ja schon ziemlich lange und leider habe ich es erst vor kurzem im Netz gefunden, vor ein paar Wochen. Und ich bin richtig begeistert, vor allem weil es so ein tolles Hilfesystem hat. Und zwar alles in Deutsch, obwohl der Programmautor wohl in Franzose ist. Da gibt es wohl auch einen Mitautor, der sehr gut Deutsch spricht und der hat es wohl komplett in Deutsch übersetzt. Ja, dann schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Wie gesagt, alles toll beschrieben, alle Befehle und wir beginnen. Damit beginnen wir mal. Oder, ja, okay, also da wird schon mal die Benutzeroberfläche vorgestellt. Das seht ihr dann im Laufe des Videos, wie das funktioniert. Wir beginnen mal mit dem Einsteigerkapitel. Also erste Schritte. Und da ist der einfachste Befehl Debug. Und der kann einfach irgendwas, was man dahinter schreibt, sichtbar machen. Also, das ist jetzt hier praktisch so dieses Hello World Beispiel, das man immer bei einer Programmiersprache als erstes ausprobiert. Und wie erwartet, gibt es dann eben Hello World aus. Ja, das geht auch ein bisschen komplizierter, sage ich mal, indem wir das Beispiel da unten nehmen. Also ich kopiere das immer mit Steuerung C, Steuerung V. Und man kann hier beliebig viele Programme da oben parallel als Reiter sichtbar machen. Also ich mache jetzt hier ein neues sozusagen und kopiere das mit Steuerung V da rein. Und jetzt können wir das starten. Und da haben wir jetzt B ist kein gültiger Operator. Warum nicht? Ja, weil das hier in einer Zeile geschrieben ist. Und deswegen machen wir da mal verschiedene Zeilen draus. Und jetzt sollten wir eigentlich das abgearbeitet kriegen. Genau, also A, B, C, das wird hier addiert und dann wird die Summe ausgegeben. Ja, das machen wir jetzt mal einfach selber. Also A gleich 12, Debug A und wir können aber auch Debug SQR A zum Beispiel machen, dann sitzt die Wurzel und wie man sieht, ist das eine ziemlich lange Kommazahl. So, das ist ja ein Basic, also machen wir mal eine Schleife rum. For i gleich 1 to 10 debug i und dann machen wir mal das in eine Zeile rein, dann muss man das in Klammern schreiben. Also wir geben mal den Text i ist gleich aus, dann machen wir, also müssen wir ein Plus dazwischen machen, wenn man verschiedene Werte nacheinander ausgeben will, und wieder ein Plus, und dann machen wir hier mal SQR, oh, SQR fällt natürlich, also das ausgerechnete Ergebnis, plus und dann eben das SQRI. So, funktioniert es jetzt schon? Natürlich nicht, weil da das Schlüsselwort Nextel. Also wie man sieht, findet der Compiler oder der Syntax-Tester relativ schnell, was da nicht stimmt. Und bietet einem das auch gleich an. Man kann es dann mit der Tab-Taste auswählen. Und mal sehen, ob es jetzt funktioniert. Ja, also jetzt werden die Zahlen von 1 bis 10 ausgegeben und die Wurzeln dazu. Weil es nicht so schön aussieht, machen wir jetzt hier die Abstände etwas größer. So, ja, das ist doch ein relativ einfaches Basic. Aber das ist viel komplexer, als man eigentlich meint. Beziehungsweise es ist für Anfänger und für Fortgeschrittene geeignet. Also man kann jetzt hier jede Funktion Hilfe anzeigen, indem man einfach nur den Cursor draufsetzt und dann F1 drückt. Und dann sieht man genau, wie das funktioniert. Und dann hat es meistens als Beispiele drin. Und man kann das direkt da über STRG-C, STRG-V dann in den Editor reinkopieren. Es hat auch ganz viele Beispiele dabei. Das sind die Dinger, die ich da schon gemacht habe.
Wir nehmen mal das hier. Das ist ein Demo-Programm für ein kleines, ja, Malprogramm. Das sieht dann so aus. Kann man jetzt irgendwas zeichnen. Verschiedene Farben wählen. So, und in dem Moment, wo ich da drücke, wird es kompiliert und gestartet. Also dieser Source Code hier wird in dieser halben Sekunde, also die kleine Box, die man da sieht hier, kompiliert und in Maschinensprache umgesetzt. Und das kann man sich dann genau anschauen, wie das funktioniert. Und wenn man jetzt nicht weiß, oder wie die Befehle arbeiten, macht man einfach F1 und dann wird einem erklärt, wie das geht. Also ich finde es ziemlich genial, vor allem weil es kostenlos ist. Also es gibt da natürlich eine kaufbare Version auch, aber das muss echt nicht sein, weil die Demo-Version, die reicht also locker. Man kann damit 800 Zeilen Source-Code programmieren. Das sollte für einen Anfänger und auch für einen Fortgeschrittenen eigentlich reichen. Pure Basic ist ja nicht nur ein richtig schneller Basic-Compiler, sondern auch ein komplettes Entwicklungssystem. Da bauen wir uns jetzt mal einen kleinen Taschenrechner und das geht so, indem man einfach ein neues Formular anfängt. Und dann haben wir schon mal ein leeres Fenster. Da können wir jetzt irgendwelche Elemente, die heißen in Pure Basic Gadgets, da reinwerfen. Also wir brauchen ja jetzt zwei Eingabefelder oder eigentlich drei, also zwei Eingabefelder und ein Ausgabefeld. Und da nehmen wir jetzt mal einen String. Also da geben wir die erste Zahl ein, dann noch einen String, da kommt die zweite Zahl rein und dann noch ein String, da kommt dann das Ergebnis rein. So, dann machen wir ein bisschen größer, alle gleich groß. Gut, ich weiß noch nicht, wie lang die Zahlen dann werden. Okay, das sind wahrscheinlich dann lange Kommazahlen, die wir da reinschreiben. Also machen wir die Box mal ein bisschen länger. Und gleich hoch. Das Ergebnis soll dann ungefähr genauso aussehen wie die beiden Eingabezahlen. So, dann wollen wir jetzt ja irgendwas rechnen. Okay, wir machen noch ein Ist gleich dazwischen. Ein Ist gleich. Das kommt jetzt da rein. Das muss nicht so groß sein. Das haben wir ist gleich. So, jetzt brauchen wir noch, was machen wir da für Funktionen? Wir machen mal plus minus mal geteilt. Also machen wir vier Knöpfe rein. 2, 3, 4. Also groß müssen wir nicht werden. Ja. Ja. Machen wir mal so. Naja, sieht ein bisschen unförmig aus, aber egal. Oh, das war jetzt ein Knopf. Ich will jetzt mal alle nach oben setzen. Naja, ist ein bisschen groß, aber macht ja nichts. Also, das hier soll eine Multiplikation, ne, das soll eine Addition werden. Das hier soll eine Subtraktion werden, plus minus, dann machen wir hier ein Mal Sternchen rein und ein geteilt. So, dann hat jetzt Pure Basic schon mal Programmcode dafür geschrieben. Das heißt, wir können jetzt hier anschauen, was Pure Basic daraus jetzt schon gemacht hat. Und wir können jetzt auch schon starten. Es tut jetzt natürlich noch nichts, weil wir haben noch nicht reingeschrieben, was passieren soll, wenn wir da drücken. Aber es kommt schon mal die Windows-Oberfläche. Okay, das Ding ist noch etwas zu groß. So, jetzt geben wir dem eine Funktion. Das heißt, wir müssen jetzt hier festlegen, wie die Prozedur heißen soll, die abgearbeitet wird, wenn wir da jetzt die Plus-Taste zum Beispiel drücken. Und da machen wir jetzt hier, na, da gibt es eine Funktion, Beschriftung, Tooltip. Ereignisprozedur. Und das nennen wir jetzt mal Plus. So,
So, jetzt hat Pure Basic da schon eine Funktion angelegt, die Plus heißt. Also damit können wir uns immer den Source Code anzeigen. Und wir haben jetzt hier eine Prozedur reserviert, die Plus heißt. So, das machen wir mit den anderen auch noch. Also immer die gewählte. Für die gilt der Eintrag hier. Den nennen wir jetzt mal Minus. Die nennen wir mal. Und die nennen wir geteilt. Ja, das haben wir auch groß. So, jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert hat. Wir starten mal das Programm, das Pure Basic ja selber generiert. Und schauen uns mal an, was Pure Basic da im Hintergrund erstellt hat. Wie man hier sieht, hat Pure Basic da schon einen relativ komplexen Source Code selber geschrieben. Und da wurden auch schon Prozeduren angelegt, plus minus mal geteilt. Da steht jetzt natürlich noch nichts drin, weil Pure Basic ja nicht wissen kann, was wir da wollen. Und wir können jetzt da irgendwas reinschreiben, aber jedes Mal, wenn hier diese Benutzeroberfläche kompiliert wird, dann wird es wieder überschrieben. Also nehmen wir uns mal diese Funktion hier, die da berechnet, raus. Kopieren mit Steuerung C, das ist in die Zwischenablage. Und machen mal ein neues Programm. So, neu. So, das wird jetzt das eigentliche Programm. Also wir binden jetzt da die Funktion ein, die Pure Basic schon vorbereitet hat. Und davor muss die Benutzeroberfläche geladen werden. Das geht mit include file. Ich biete jetzt schon an. Dann müssen wir hier die Datei angeben, in der die Benutzeroberfläche drin ist. Also sagen wir ja Taschenrechner.purebasicfile genannt. So, das müsste eigentlich funktionieren. Und dann schauen wir mal. Es funktioniert nicht, weil er das Verzeichnis nicht kennt, in dem dieses Taschenrechner PBF drin ist. Aber es sollte auch kein Problem sein. Da ist es. Und damit müsste man das Verzeichnis kopieren können und dann schauen wir mal, ob das hier jetzt eingebunden wird. Tatsächlich, das funktioniert. Also machen wir jetzt hier Taschenrechner.pbf. So, jetzt müsste eigentlich die Benutzeroberfläche laden. So, das funktioniert. Man kann die Knöpfe drücken. Wunderbar. So, jedes Mal, wenn wir jetzt drüben irgendwas verändern, wird es hier auch geändert, weil er lädt ja das aktive oder das aktuelle File nach. So, das heißt, wir können jetzt hier schon mal was reinschreiben. Wir geben da mal irgendwelche Zahlen vor. Sie 3,14. Damit wir nicht immer irgendwas reinschreiben müssen, was machen wir da? Da geben wir mal 12,89 rein. Und da, ja, von mir aus 0. So, jetzt müsste es im Prinzip da drüben auch drin stehen. So, da steht es jetzt auch drin. Ja, die Texte sind noch etwas klein. Also es sind ja Texte, es sind noch keine Zahlen. Aber man sieht schon mal was. So, jetzt können wir da mal irgendwelche Berechnungen machen. Das heißt, wenn wir jetzt hier die Plus-Taste drücken, dann wird ja hier die Prozedur Plus abgearbeitet. Das machen wir jetzt ein bisschen übersichtlicher, damit man das gleich unterscheiden kann. So, also da machen wir jetzt das rein, was passieren soll, wenn man die Knöpfe drückt. So, also ich will ja aus der Box die Zahl rausholen. Das heißt,
Ah, das ist noch keine Zahl, das ist eigentlich eine Zeichenkette. An die gehen wir mal in die Variable a String rein und das soll dann sein. Also, wir müssen was aus deinem Textfeld rausnehmen. Ein Textfeld heißt ja Text Gadget, also müssen wir jetzt ein Get Gadget Text. Genau. So, und da müssen wir sagen, welches Textfeld es ist. Das heißt, können wir drüben nachschauen, wie das heißt. Das heißt String 0. So, String Unterstrich 0. So, jetzt können wir mal gucken, ob das funktioniert hat. Wir kennen ja schon den Debug-Befehl. Debug A-String. So, jetzt müsste eigentlich, wenn man den Plus-Knopf drückt, unten im Debug das erscheinen, was in dem Textfeld A drin steht oder im String 0 drin steht. So. Das funktioniert. Wunderbar. So, das Ganze machen wir jetzt mit dem Textfeld 2 auch. Also String 1 ist es dann, das kann man eigentlich einfach kopieren, weil die meisten Sachen sind ja da gleich. Das heißt, wir machen jetzt da ein B draus und da ein 1 draus. Und unten lassen wir uns das auch anzeigen. Das B. So, jetzt müssten eigentlich beide Werte angezeigt werden, die in der ersten und die in der zweiten Box. Und auch das funktioniert wunderbar. So, jetzt können wir das ja noch nicht multiplizieren, weil das sind ja Zeichenketten. Also müssen wir aus dieser Zeichenkette eine Zahl machen. Nun mal logischerweise dann auch A. Und A ist ein Wert, also eine Value, sagt der Amerikaner, mit Fließkomma. Also nehmen wir Val F. Und wovon? Nämlich von dem A-String. So, das Ganze machen wir mit dem zweiten auch. Dieses Mal aber mit B und B-String. Und dann schauen wir mal, ob das mit dem Zahlenwandeln funktioniert hat, indem wir hier das String wegmachen und uns das anzeigen lassen. Das funktioniert nicht. Warum funktioniert es nicht? Da werden nur Ganzzahlen angezeigt. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, weil hier diese Variablen nicht definiert sind. Das heißt, PureBasic definiert oder macht aus nicht definierten Variablen erstmal Integerzahlen. Also das heißt, wir müssen jetzt sagen, dass A, B und ja, C dann wahrscheinlich auch Fließkommazahlen sind. Wir müssen also sagen, dass im ganzen Programm, also global, das Fließkommazahlen sind. A, B und für die Ausgabe C. So, und dann probieren wir es jetzt mal aus. Okay. Jetzt haben wir im Prinzip das, was wir wollen. Jetzt können wir noch das Ergebnis ausgeben lassen. Debug C. C müssen wir aber erst errechnen. C ist gleich A plus B. So, das müsste eigentlich funktionieren. So, wir haben jetzt das erste Ergebnis und das müssen wir jetzt in das Ausgabefeld schreiben. Das Ausgabefeld heißt String 2. Wir müssen jetzt aus dieser Zahl C eine Zeichenkette machen und ins Ausgabefeld schreiben. Das heißt, ein Set Gadget, ne, schreibt man das so, ne, GA Gadget, Gadget.
Text. So, wie wird das benutzt? Können wir hier mit F1 nachschauen. Die Gadget-Nummer und den Text. So, die Gadget-Nummer ist String 2. Und was wollen wir da reinschreiben? Wir wollen den String als Fließkommazahl von C da reinschreiben. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie es funktioniert. Okay, wunderbar. Gut, jetzt haben wir schon mal den ersten Knopf komplett programmiert. Die drei anderen Knöpfe, die gehen ja fast genauso. Die Ausgabe brauchen wir nicht mehr als Debug. Und jetzt kopieren wir das einfach mal in die anderen Prozeduren rein und ändern das, was zu ändern ist. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. So, jetzt wird natürlich jedes Mal nur addiert. Das hier muss weg. Das wollen wir natürlich nicht, aber das kann man ja leicht ändern. So, also hier ist die Addition okay. Hier soll man es abziehen. Hier muss man es multiplizieren. Mal. Und hier muss man es dividieren. So, eigentlich sollte jetzt alles funktionieren. Schauen wir mal. So, der Knopf 1, der macht die Summe aus den beiden Werten. Der Knopf 2 macht die Differenz aus den beiden Werten. Der Button 3 multipliziert es und der Button 4 dividiert es. Das kommt ungefähr hin. Okay, im Prinzip ist der Taschenrechner jetzt fertig. Wir können es noch etwas schöner machen. Diese Routine hier, die ist ja überall gleich. Also können wir da eine eigene Prozedur draus machen. Wir machen mal Prozedure. Prozedure, so schreibt man das. So, die nennen wir jetzt mal Werte lesen. Die Werte übergeben wir direkt als globale Variable, das haben wir oben definiert. Und irgendwas schreiben wir dann da rein und irgendwann ist dann die Prozedur fertig. End Prozedur. So, und was machen wir da drin? Wir nehmen jeweils den String, also ich kopiere es in die Zwischenablage, kopiere es da rein und machen da eine Zahl draus. So, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Dafür müssen wir jetzt hier diese Routine aufrufen. Das heißt, wir machen jetzt einfach da Werte lesen. Dann wird hier diese Routine angesprungen. Das machen wir jetzt. Ja, wir probieren es erstmal aus. Das wird wohl funktionieren. Das funktioniert. Also machen wir hier Werte lesen, überall da rein. Und jetzt funktioniert es genauso wie vorher, nur dass wir etwas Code gespart haben. So, das sieht jetzt alles nicht so schön aus. Wir können jetzt hier mal die Leerzeilen da noch rausmachen. So, da. So, dann wäre es schön, wenn das alles korrekt eingerückt wäre. Pure Basic hat da eine schöne Funktion. Wir machen jetzt hier mal alles auswählen und dann machen wir hier Eindrücken formatieren. Dann sieht das richtig schön aus. So, jetzt haben wir im Prinzip einen Taschenrechner, der voll funktionsfähig ist. Ja gut, den Font, den soll man ein bisschen größer stellen. Aber das lassen wir jetzt mal. So, aber eigentlich wollen wir das als Exe auf den Desktop legen. Also machen wir uns hier ein Exe draus, Executable erstellen. Ah, er hat schon Taschenrechner-Exe gewählt. Das machen wir hier speichern und jetzt müsste es eigentlich da liegen. Da liegt jetzt ein Taschenrechner.exe und das können wir jetzt direkt ausführen. Und wir haben jetzt einen schönen kleinen
Taschenrechner. Naja, so schön ist er noch nicht. Aber das kann man ja optimieren. Wir haben ja die Formdatei hier noch und die können wir jetzt beliebig ändern. Und da wir das ja in den Quellcode mit include eingebunden haben, können wir das einfach doch neu kompilieren. Dann gleich ausprobieren. So. Da machen wir jetzt hier alles etwas kompakter. No. So, dann schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Okay, das Fenster sollte noch etwas kleiner werden. Tja, das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Jetzt muss man das Ganze nur noch neu kompilieren. Natürlich könnte man da auch noch andere Funktionen einbauen. Zum Beispiel die Berechnung der Blindwiderstände von Spulen und Kondensatoren. Oder man könnte mit dem weiteren Button die Resonanzfrequenz von dem LC-Schwingkreis ausrechnen. Schreib mir doch einen Kommentar, was dir dazu einfällt. Okay, das war's mal wieder. Bis zum nächsten Video.